ganze Insel. Und eine Frau wie du, die kann sich die Männer doch aussuchen. Also, wo ist das Problem? Wer ist der Nächste? Das bin ich. Warum hast du nichts gesagt? Warum lügst du mich an? Weil ich genau wusste, dass du so reagierst. Ich fürchte, ich habe schlechte Nachrichten. Hör mal raus damit, Doc. Nach allem, was ich bisher weiß, steht leider fest, sie haben einen Gehirntumor. Was? Ich habe einen Gehirntumor? Sehen Sie diese dunkleren Regionen? Das sind die wuchernden Zellen. Je mehr der Tumor wächst, umso mehr drückt er auf die Gehirnzellen. Daher auch die Kopfschmerzen und das Schwindelgefühl. Der Tumor fängt an, die Nervenzentren zu beeinträchtigen. Ich habe ja nicht ständig Kopfschmerzen. Noch nicht. Aber das wird zunehmen. Anfangs hat der Tumor noch Platz zu wachsen. Wenn er zu groß wird, drückt er auf nebenliegendes Gehirngewebe. Das ist jetzt bei Ihnen der Fall. Sind in Ihrer Familie schon andere an Krebs erkrankt? Ja, meine Mutter ist an Krebs gestorben. Ja, nehmen Sie mir es weg. Machen Sie es raus. Das kann ich nicht. Dann warum nicht? Weil der Tumor bereits zu groß ist. Das Risiko, bei einer Operation ihr Gehirn zu schädigen, ist größer, als sie zu retten. Machen Sie einfach irgendwas? Es gibt andere Therapiemöglichkeiten. In der Krebsforschung gibt es seit einigen Jahren Fortschritte. Wir haben heutzutage Mittel, die man direkt in den Tumor spritzen kann. Wie groß sind meine Überlebenschancen? Ich will Ihnen nichts vormachen. Es gibt keine Erfolgsgarantie. Mann, was regst du dich eigentlich so auf? Weil ich nicht mag, wenn du lügst. Ich hätte es dir schon gesagt. Und warum hast du nicht? Weil ich genau wusste, dass du so einen Aufriss machst. Und wie meinst du, hätte ich reagieren sollen, wenn mein Sohn hinter meinem Rücken eine Surfschule aufmacht? Du hättest dich freuen können, dass ich was auf die Beine stelle. Moment, Moment. Und dafür die Schule sausen lässt. Wie sollte ich reagieren? Hallo, ihr beiden. Hi. Hi. Dein Sohn hat mal wieder was Besseres zu tun, als zur Schule zu gehen. Ihr gebt mir doch sowieso keine Chance. Das stimmt doch nicht. Ich hab dir gesagt, dass du nach dem Abitur noch genügend Zeit hast, deine unternehmerischen Qualitäten auszuprobieren. Und das dann auf einer solideren Basis. Mann, ich hab aber keine Lust, 2 Jahre meines Lebens in der Schule zu vergeuden. Das reicht mir jetzt. Deine Managerambition kannst du später ausleben. Nach der Schule. Beides gleichzeitig. Schaffst du im Moment jedenfalls nicht. Mann. Du hast ja recht. Bitte? Ja. Du hast recht. Unser Sohn verblüfft mich immer wieder. Lukas. Hey. Es freut mich, dass du das einsiehst. Ja. Ich werde mich voll und ganz auf die Surfschule konzentrieren müssen. Und die Schule sieht mich keinen Tag mehr von innen. Lukas! Jetzt hör mir mal zu. Du gehst morgen zur Schule und damit Schluss. Klar? Carina. Aber danke. Danke. Tschüss, tschüss. Und? Ich musste ewig warten. Offensichtlich hat jeder deutsche Urlauber hier ein Wehwehchen. Was hat der Arzt gesagt? Ja, nichts Besonderes. Nicht, weil ich nicht schon weiß. Jetzt lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen. Ich bin überarbeitet. Ich habe überlegt, ob du ihn eigentlich installiert hast. War das wirklich alles? Ja, es war alles. Ich soll Tabletten nehmen, ich muss weniger arbeiten. Es gefällt dir doch, oder? Hast du jetzt mehr Zeit, Kim? Ganz genau, viel mehr Zeit.
liebe dich. Ich dich auch. Ich hab mir echt Sorgen um dich. Setzen helfen, falls ich die Handwerker nicht verstehe. Da kommt genau dein Mann. Helena, Nicole. Hi. Sag mal, zimmerst du eigentlich auch was anderes außer Möbel? Ja. Und auf wann was? Caro hat nämlich ein Boot und das würde sie gerne wieder auf Vordermann bringen. Ja. Hi, Caro. Hi. Schön, dich kennenzulernen. Tim ist nämlich Zimmermann. Was ist denn für ein Boot? Ein Zweimaster. Kannst du sowas reparieren? Klar. Also wir wollen morgen früh hin. Wie sieht's aus? Hast du Zeit? Ja, bin dabei. Aber früh geht nicht. Komm ein bisschen später, ne? Ja? Super. Ja. So, mal wieder ein bisschen hier. Runter. Ciao. Tschüss. Mhm. Lukas, bitte bleib. Warum meinst du eigentlich immer alles so machen zu können, wie es dir gerade gefällt? Und wir sollen mit dem Kopf nicken und sagen, sehr schön, Lukas. Die Schule macht mir einfach keinen Spaß mehr. Ach ja. Meinst du, mir macht es Spaß, ständig für euch zu kochen und euch alles hinterherzuräumen? Aber deswegen vergesse ich doch meine Familie nicht und sag, ihr könnt mich mal. Das kannst du überhaupt nicht vergleichen. Und wieso nicht? Mann, du kommst mir doch nur moralisch, um mich unter Druck zu setzen. Das hat mit der Schule gar nichts zu tun. Okay. Dann bitte nenne mir jetzt mal ein vernünftiges Argument, warum du ausgerechnet jetzt mit deiner Karriere anfangen musst. Weil die Zeit reif ist. Und außerdem will ich mir die Chance nicht entgehen lassen. Und welche Chancen entgehen dir, wenn du kein Abitur hast? Gar keine. Was hat dir denn dein Abi gebracht? Ein abgebrochenes Studium, weil du schwanger geworden bist. Und dein studierter Mann, der jammert immer noch seinen Job hinterher und kriegt nichts auf die Reihe. Hör auf! Komm, dem Versager macht's doch Spaß, mich kurz zu halten.